So, was kommt? Oh ja, Gott, ja. Jetzt kommt schon wieder so ein alter Weggefährte, mit dem ich studiert habe. Ich habe mit ihm 1981 sogar das erste Drossinger Jazzfestival organisiert, in der Hoffnung, dass es noch das zweite, dritte, zehnte, zwanzigste gibt. Aber das war so ein finanzielles Fiasko, dass es bei dem ersten blieb. Die Studenten hatten keine Ahnung, wussten gar nicht, was für Berühmtheiten, Jazzlegenden auf der Bühne standen und haben nur gemeint, ich zahle doch für einen Kickbusch keine 15 Mark. Ja, haben sie Pech gehabt. Und Drossing ist nicht die Jazzmetropole, die es in dem Fall hätte sein können. Nun, ja, und der Mann heißt Wolfgang Brandner, ah, der sitzt hier schon, mein Klavierkollege aus Albstadt. Wir hatten vorgestern, Sie sehen, ich hatte ein ereignisreiches Wochenende, wir hatten vorgestern bei Literaturtagen gespielt, die gerade in Albstadt sind, und zwei von diesen Stücken spielen wir Ihnen jetzt als nächstes, Accent le Bon.